Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Der Kampf gegen die wilde Jagd scheint zu beginnen. Wir werden uns gleich mit Lambert draußen treffen und dann in den Wald gehen, um Portale zu schließen und Gegner vielleicht auch zu besiegen. Ja, wir werden sehen, was dort auf uns wartet. Vielleicht sollten wir uns noch ein bisschen vorbereiten. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie man gegen die Elfen, gegen die Enelle kämpft, ob mit Stahlwaffe oder Silberschwert. Ein direktes Öl scheint es nicht zu geben, aber wir können zumindest das Konstruktöl nutzen, um gegen die Hunde der wilden Jagd irgendwie besser dazustehen, weil die gelten wohl als Konstrukte, wenn ich das richtig gesehen habe. Außerdem bin ich am Überlegen, welches Absud wir nehmen. Und ich habe mir überlegt, vielleicht nehmen wir mal dieses hier, das Nachterscheinungsabsud. Geralts maximale Vitalität wird durch jeden getöteten Gegner erhöht. Die Erhöhung hält an, bis Geralt meditiert oder eine Schnellreise unternimmt. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir jetzt sehr viele Gegner töten werden. Und insofern probieren wir das mal. Brauchen wir das. Okay, soweit dazu. Dann sollten wir vielleicht auch Demeritium-Bomben ausrüsten. Kann aber sein, dass da noch irgendwie besondere Ausrüstung auf uns wartet oder so. Sieht's ja, dass wir... Warte mal, haben wir die schon ausgerüstet? Kartätsche. Samum, Mondstaub. Achso, hier haben wir die. Alles gut. Ja, naja, wir werden sehen. Die Schwalbe übrigens, die wir bekommen haben, das ist ziemlich dämlich. Wir haben ja schon die verbesserte, nee, also die Donner. Wir haben ja schon den verbesserten Donner. Ja, das ist halt nur der normale Donner, den wir erhalten haben. Gut, Ciri. Kann ich dich kurz sprechen? Oha, jetzt wird's ernst. Ich lass nicht zu, dass sie dich kriegen, hörst du? Ich weiß. Halte dich einfach aus allem raus. Ja. Behandle mich nicht wie ein Kind. Das habe ich nicht mal getan, als du noch eines warst. Ich mag's, wenn du lächelst. Komm her. Alles wird gut. Also Ciri hat auch so viel durchgemacht und sie ist so eine starke Person und auch Kämpferin. Das ist irgendwie auch ein bisschen doof, ist sie nicht irgendwie zu involvieren in den Plan. Naja, es wird sowieso nicht klappen. Sie wird sowieso kämpfen. Da ist sie schon super ungeduldig. Es geht los. Seht ihr das? Es geht los. In den Wald. Sofort.
Wow. Ich muss mich bei Yen bedanken, wenn alles vorbei ist. Dieser Zauber hat's in sich. Und die Unsichtbarkeit. Ihre Hunde könnten dich wittern. Geh nicht zu nah ran. Und denk dran, dass du sichtbar wirst, wenn du kämpfst. Gute Arbeit mit den Bomben übrigens. Immer sorgfältig auf die Portale zielen. Ich hab kein Demeritium mehr. Yen hat erwähnt, dass man Irden auf die Risse wirken kann, um sie zu versiegeln. Sie sind hier. Zeit für ein Grußwort. Langsam. Das Überraschungsmoment ist elementar. Verbergen wir uns und geben Triss die Möglichkeit, es ihnen zu zeigen. Dann schlagen wir zu. Hast du genug? Was ist denn das? Der greift den Bär? Was ist denn das für ein Quatsch? Wenn du das nächste Mal merkst, dass ich Merigold sauer mache, dann hau mir eins drüber. Okay, ich kapiere jetzt wirklich nicht genau. Alles klar, er hat den Bär angegriffen, aber offenbar hat... Oh mein Gott. War Triss auch sehr effektiv. So. Was müssen wir tun? Verwende den Rizinbomben oder die Irrenzeichen, um alle Portale zu schließen. Wir gucken mal ganz kurz, wo müssen wir jetzt hin? Auf die andere Seite. Okay, alles klar. Den Rizinbomben haben wir ausgerüstet. So, wir sehen, da drüben sind sie. Können wir uns da vorbeischleichen? Verdammt. Warum ist Lambert denn... Verdammt. Warum ist Lambert so schnell? Wir wollen schleichen. Lambert, ganz langsam. Wir schleichen uns da vorbei. Verdammt. Komm zu Mama. Okay, aber die haben irgendwie Witterung aufgenommen, oder? Ja, langsam gehen ist ein bisschen schwierig hier. Ansonsten mit den Viechern... Oh, da sind sie. Ah, ist klar. Roschs Fallgruben. Die sind wirklich ideal. Ah, das sind die Fallgruben. Ich sehe sie. Ja, verstehe. So, können wir sie denn jetzt irgendwie anlocken? Ansonsten schleichen wir uns von der anderen Seite ran. Die Frage ist, kriegen wir die Demeritium-Bomben so hin, dass wir das Ding gezielt treffen können? Ich versuche es mal. So. Ich hasse Portale. Ja. Das ging doch mal gut, aber scheinbar... Lambert geht in den Kampf, oder was? Müssen wir eigentlich nicht, ne? Verdammt. Ja, die Demeritium-Bombe, die... Aber wir können die doch auch erledigen, oder? Wisst ihr was? Wir gehen in den Kampf. Verdammt. Es sind immerhin Krieger weniger dann. Die uns irgendwie jetzt hier angreifen können in der Burg. Warum jetzt zögern, oder? Okay. Die Hunde ein bisschen aufpassen. Komm. So, haben wir hier noch einen Hund? Ja, da ist noch einer. Kein Problem. So, komm, nächstes schon, Portal ist da drüben. Mal schauen. Ich steck mal lieber das Schwert ein. Vielleicht können wir da ein bisschen... Ah, okay, wird wieder bewacht. Wir versuchen uns von hinten ranzuschleichen. Ich sehe auch schon das Übernächste. Ah ja, hier ist eine Ruine. Kommen wir von der Seite durch? Hier ist so ein Übungsgelände. Ja,
Wir gucken mal, ob wir uns annähern können von oben. Ist kein schlechter Ort, würde ich sagen, um die Bombe zu zünden. Ich hoffe, das geht. Versuchen wir es. Einen weniger, um den ich mir Sorgen machen muss. So, es lambert in den Kampf. Ich bin aber im Überlegen, wir werden den Kampf führen, ne? Genau. Verdammt. Oh, wir sind hier außerhalb. Das sollten wir nicht. So, wir haben hier einen Krieger, der traut sich nicht raus. Mehrere. Aber ne, den kommen wir offenbar ganz gut zurecht, oder? Unten wartet noch einer. Komm zu Mama, verdammt. Komm schon. Den haben wir auch. So. Haben die eigentlich irgendwas Interessantes dabei? Man könnte nochmal gucken, ob man sie plündern kann. Wäre schon mal spannend zu sehen. Was tragen die? Trank aus Tirnalia. Das. Meteoriten-Silberplatte. Okay, es lohnt sich, sich das anzuschauen. Und was ist das für ein Trank? Können wir uns den auch mal angucken? Vollmond? Donner? Trank. Vitalitätsregeneration. Kampf pro getöteten Gegner. Ja, auch nicht schlecht. Aber ich denke, wir brauchen das nicht. Im Übrigen, unser Absud, glaube ich, wirkt jetzt schon hoffentlich ziemlich gut. Pro getöteten Gegner, glaube ich, 50 Vitalität. Ja. So, wir gehen weiter runter da. Zu dem anderen Portal. Gucken, wo sind die Wachen? Auf welcher Seite stehen sie? Auf dieser Seite. Können wir uns hier irgendwie anders anschleichen? Also, warum ich das jetzt so mache, ist, weil ich vielleicht dadurch verhindere, dass weitere Gegner durchs Portal kommen. Deswegen versuche ich es erstmal unbesehen zu zerstören. Boah, sieht spektakulär aus da oben. So, das ist doch schon wieder ganz gut. Dann werfen wir das Ding. Problem gelöst. So, wir kämpfen. Aber dennoch. Zeig mir, was du zu bieten hast. Unser Schwert geht auch gut durch die Rüstung durch, so wie es aussieht. Haben wir überhaupt keine Probleme. Sind das alle? Komm zu Mama. Geralt, hierher! Schau, sie formieren sich neu. Siehst du den Kommandanten? Das ist Imlerit. An den kann ich mich erinnern, als ich noch mit der wilden Jagd ritt. Verdammt, der Zauber lässt nach. Wir werden sichtbar. Okay. Ach, das ist für Triss die Aufforderung. Scheiße. Irgendwas ist passiert. Gut, das war klar. Du solltest drinnen warten. Ich kann mich nicht ewig verstecken. Ich muss mich ihnen stellen. Geh wieder rein. Sofort. Nein. Geralt hat das Signal aus den Wäldern gegeben. Und Triss hat den Zauber nicht gewirkt. Verdammt. Renn zu ihr. Ja.
schlecht. Double Chase! Siri, pass auf! So, wo müssen wir hin? Hilf Triss auf den Bergen. Okay. Halt durch, Triss! Wir laufen einfach durch. Oder? Siri, geh in den Burgstieg! Nein! Geralt hat das Signal gegeben! Genau. Nein! Nein! Oh Gott! So, wir müssen Triss beschützen, ich verstehe. Oh, das hat er getan. Amulett von Triss. Ah! Ich bin bereit! Na los. Oh nein. Das war knapp. Weitere Portale. Geralt. Oh yeah. Zurück. Oh nein. Yennefers Zauber lässt nach. Der Schneesturm hat die Festung fast erreicht. Schneller, Plätze. Nicht anhalten. Merigold gibt uns Deckung. Ja, Deckung ist gut. Ob ihn das erwischt hat? Imlerit? Wohl kaum. Okay. Jetzt geht's nicht so gut. Ein paar Feuerbälle haben uns wohl erwischt. Ah, hier sind die Spalten schon vorbereitet. Große Abteilung nähert sich aus dem Wald. Wir müssen das Tor schließen, bevor sie reinkommen. Okay, schließe das Haupttor. Wie machen wir das? Riegelt den Burghof ab! Macht das Tor zu! Ja. Das heißt, wir müssen irgendwie da hoch, oder was? Ich habe keine Ahnung. Laufen wir da mal wie hoch? Das Tor, verdammt! Mach es zu! Ja, ich versuche es. Ich kämpfe mich durch. So, hier? Was? Wie? Wie mache ich dieses verdammte Tor zu? Ah, okay, da. Irgendwie. Da ist ein Hebel. Ah, ich sehe ihn. Lapnav! Tja. Nein. Azar Anata Velos. Wow. So. Ohne mich hättest du es niemals geschafft, oder? Gib's endlich zu. Lambert, verdammt!
Bleib bei uns! Wir müssen uns zurückziehen! Jennifers Kraft lässt nach! Ja. Na, komm, geh hoch, Geralt. Oh, was machst du da? Wir müssen uns zurückziehen! Ja, Jennifers Kraft lässt nach! Bin doch schon da. Achtung! Nicht schlecht. Zurückziehen! Durch das Tor in den Hof! Ja. Verfolgt! Keine Sekunde zu früh! Geh zurück auf deine Position. Drinnen gefunden. Wow, 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 wow. Können wir die Fässer irgendwie noch zur Explosion bringen? Ah, okay. So. Wo haben wir noch welche? Hier. Ah, diese. Oh, da muss ich ein bisschen aufpassen. Vielleicht auch mal der Moment für Donner oder so. Rückgang zum Haupthof überprüfen. Ja, okay. Ich überprüfe. Wo ist Esken? Verdammt. Er sollte doch das Tor öffnen. Das hat er noch nicht getan, also... Er kommt klar. Wir müssen uns jetzt um Triss kümmern. Triss? Wo ist Triss? Da hinten irgendwo oder was? Triss da oben. Gerade rechtzeitig. Oh mein Gott, Triss. Durch das Tor in den Hof. So, komm. Ja, den haben wir. In Ordnung? Ja, danke. Es sah nicht gut aus. Wir mussten uns zurückziehen. Sie haben versucht, durchs Haupttor reinzukommen. Ich fürchte, das nächste Mal könnten Sie es schaffen. Was ist mit Eske? Wir müssen den Rückzug antreten. Er ist in Schwierigkeiten. Ich gehe ihm helfen. Denk an den Stein, den ich dir gegeben habe. Ach so. Wir können Feuerball. Siehst du? Ich kann das auch. In den Rücken und immer weg.
Oh, oh. Ah. Die gehören dir? Okay, bin ich dafür. Okay. Haben wir sie? Du hättest dem Burgfried auf deinem Hintern sitzen bleiben sollen. So wie ausgemacht. Mhm. Wer hätte dann deinen gerettet? Okay, es kommen mehr, glaube ich. Die da. Gehören mir. Nein. Ah, Fehler, Fehler, Fehler. Okay. So. Danke. Wir müssen ihnen das Tor aufmachen. Ja. Wir müssen runter. Das wird kurz und schmerzhaft. Das glaube ich auch. Okay, da unten sind sie. Ah, die Hunde sind abgelenkt. Ist gut. Den haben wir. Irgendein Hund ist hier noch. Die gehören mir. Da oben. So, da kommen wir nicht ran. Na, jetzt aufpassen. Hinter ihn und dann zack. Wir müssen ihm das Tor aufmachen. Ja, wir machen auf. Ach nee, hier. Nee, hier. Eskel hat das Tor aufgemacht. Wir können uns dahinter zurückziehen. Rückzug! Du sollst doch nicht hier draußen sein. Zu spät jetzt. Sie kommen durch die Lücken rein. Die Meritium-Bomben. In den Kisten bei den Mauern sind noch mehr. Geralt, halt sie auf! Ich muss einen Vitalitätskreis formen. Ja, okay. Wir müssen die Portale schließen, sonst sind wir tot. Bombe ist noch ausgewählt. Wir haben zwei. Scheiße, das war nicht das Portal. Es sind einfach zu viele. Okay, die Portale sind da oben. Ich sehe es gerade. Ah. So, aber irgend funktioniert auch. Donner. Oh, jetzt wird es unangenehm. Wo sind jetzt die Portale? Hier. Aber ich sehe nicht, die öffnen sich doch und... Ah, da hinten ist eins. Okay, vier. Nee, das ist Nordwind. Oh Gott, mit Nordwind können wir gar nichts anfangen. Okay, wir müssen... Wir müssen irren dürfen. Ah. Alles geklappt? Sie kommen durch der Wollers Lücke rein. Ja. Was für eine Lücke. Wo sind... Okay, eine haben wir. Hat irgendwie geklappt. So, den werden wir noch besiegen. Oh, oh. Warte mal, ich nehme auch mal einen Waldkauz. Am liebsten würde ich jetzt zu der anderen Geschichte hinlaufen. Aber ich glaube, wir müssen die jetzt mal besiegen, ne? Passt. So, die Hunde. Okay, wir müssen jetzt zum anderen Portal. Auf. Die Mauer auf, auf. Hat sie aufgehalten. Sieht gut aus. Sehr gut. Hirden? Hilft das? Ich weiß bloß nicht, irgendwo hieß es, stehen noch Bomben rum in irgendeiner Kiste. Ich muss nochmal Erden probieren, es hat irgendwie nicht geklappt. Ich gehe da rein, mach Erden. Nicht schlecht. Ah, okay, alles klar. Geralt, ich kann sie nicht mehr aufhalten. Sie kommen durchs Haupttor in den Hof. Schon unterwegs. Verdammt. Nur noch ein paar. So, auf zum Tor. Der Bastard will durchbrechen und rein.
Nein, Jen. Nein. Sie kann dich nicht im Stich lassen. Ihr Menschen seid einfach so unpraktisch veranlagt. Ciri, nein! Tu's nicht! Ich verbiete es dir! Du warst schon als Kind so widerspenstig. Das mochte ich an dir. Flieh jetzt! Sind sie mord?
Ich war zu spät, um ihm zu helfen. Das ist nicht deine Schuld. Ich hätte nicht hierher nach Kaer Morhen hinfliehen sollen. Avalach ist schwach, aber er lebt. Triss kümmert sich um die anderen. Ich hätte euch fast umgebracht. Euch alle. Ohne dich wären wir alle tot. Nein, Geralt. Die Jagd wäre nie nach Kaer Morhen hingekommen, wäre ich nicht hier gewesen. Wesemirs Begräbnis. Wir sollten es vorbereiten. Will dich nicht. Kein Hexer stirbt je in seinem Bett. Du weißt nicht, wie das ist, Geliebte sterben zu sehen. Wegen dir. Für dich. Alle wussten, worauf sie sich einlassen. Ja. Und ihr habt mich gerettet. Für eine Woche? Zwei? Wir verstecken dich, Tarnenspuren. Nein. Ich fliehe nicht mehr. Waffee. Für die, die übrig bleiben, darf der Tod nie Vorrang vor dem Leben haben. Zollt eurem Freund den letzten Respekt. Dann müssen wir beraten.
Ja, liebe Freunde, wow. Was für eine Schlacht. Und trotz Aufbietung aller Mittel hier in Camborhan ist es uns nicht gelungen, die wilde Jagd zu besiegen und dem irgendwie ein Ende zu setzen. Im Gegenteil, wir haben einen schweren Verlust in Vesemir. Wie soll das Ganze weitergehen? Wie enden? Ich schätze, dieser wissende Avalach ist so ein bisschen der Schlüssel dafür. Ich glaube, nur mit ihm gibt es eine Chance. Aber die Frage ist, was treibt er für ein Spiel? Nun ja. Okay, wir weisen ihm hier noch ein bisschen die letzte Ehre und sehen uns dann gemeinsam wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinball. Ich werde mich immer an deine Lehren erinnern und an dein Opfer.